willkommen, Freunde, zu The Sinking City. Ich hätte schon mal leicht angespielt, um zu gucken, wie es funktioniert. Wir werden es jetzt mal weiter zocken. Oder besser gesagt, neu starten. Ich hoffe, dass ich genauso weit komme wie gestern. Es ist auf jeden Fall ein geiles Game, lohnt sich. Muss ich echt sagen. Also, ich habe es lange rumliegen gehabt, aber nicht mehr dran gedacht. Und gestern bin ich zufällig drüber gestolpert. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschung in der Stadt Oakmont. Ach, die Ladung war wieder zu schnell. Gucken wir uns nochmal das Intro an. Der Mann mit den großen Albträumen. Ich muss schon sagen, sehr heftig, was der Typ hier träumt. Dabei war er doch mal ein ganz normaler Matrose. Boah, heftig. Auch geil, dass er sich selber den Mund zuhält. Mann, Mann, Mann. Okay, bei so einem Träumen hätte ich das auch. Da würde ich das auch machen. Das Interessante daran, es ist ja ein Traum im Traum. Das könnte einem ja nicht im Traum einfallen, ne? Die Szene finde ich ein bisschen komisch, ne? Also, aber okay, das ist halt der Traum. Er ist quasi unter Wasser. Alles schwimmt, nur er geht ganz normal. Ein bisschen seltsam. Ja, und das war wirklich der Traum im Traum. Und wenn du solche Albträume hast, dann hätte ich Angst einzuschlafen, ganz ehrlich. Heftig. Erste Hilfe-Set und Ziegelsteine, da hat mich ja begeistert. So. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschung in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellt, hatten sich hinsichtlich ihrer Vision recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie Sie, von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auch auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die Ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Das ist doch nett, da haben wir jemanden, der uns hilft. Hier nicht vergessen, Waffe ganz wichtig. Dann können wir nochmal drehen hier. Ja, hier, können wir nochmal gucken. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Ja, davon kannst du ausgehen. So, Klappkamera. Was haben wir hier, glaube ich, noch? Noch was im Schrank. Schießpulver, Federn haben wir gefunden. Ich glaube, das war's auch, weil wenn wir jetzt gleich rausgehen, sagt der Kapitän, wir sollen das Schiff verlassen. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Ja, in der Tat. Es sieht immer schöner aus, als in Wahrheit ist. So. Ja, wir gehen gleich raus, glaube ich, ne? Da sind Sie ja. Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont. Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind Ihre wichtigsten Stunden. Ja. Irgendwie sind mir die Leute mal suspekt, die einfach ohne Ankündigung sagen, ich helfe dir und dann sind die auch plötzlich da. Was mein Problem betrifft, was hat er es mit dieser Stadt auf sich? Schicke Kleidung.
Fragen wir mal lieber, was mein Problem betrifft. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Aha, er hat ein dringlicheres Problem. Na, das ist ja schön. So. Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge. Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Das ist ja schön. So, ich brauche eine Unterkunft, ist wichtig. Was für ein Mensch ist, das fragen wir später. Ja, wir brauchen eine Unterkunft. Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Ich finde übrigens, dass unser Protagonist mit Hut viel besser aussieht. Vorher sah der immer so ein bisschen, naja, wie so ein Dulli aus, fand ich. Und jetzt mit Hut hat er so ein bisschen was von Indiana Jones. So, wo befindet sich das Devil's Reef Hotel? Was genau machen Sie in Oakmont? Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Ah, der Typ, der will doch bestimmt irgendwas von uns. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass er das alles hier für umsonst macht, weil er so ein ganz netter Typ ist. Der wirkt gar nicht so. So, welche Orte haben Sie eingezeichnet? Was genau machen Sie in Oakmont? Okay, fragen wir mal nach den Orten, das hilft uns ja mehr. Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Aha, die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit, aber er ist natürlich total selbstlos und hilft uns. Wer weiß, was da noch rauskommt. Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Oh, das war sehr philosophisch. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Ja, und das ist schon wieder so eine Sache, die mich ein bisschen skeptisch macht. Ich meine, er ist total selbstlos, hilft mir und jetzt auf einmal findet er mich. Also... Naja, was soll man davon halten? Bleibt uns nichts anderes übrig, wir müssen erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Freuen uns über jede Hilfe, hat er uns ja angeboten. So, der Typ sieht auf jeden Fall auffällig aus im weißen Anzug. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt es. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit Ihrem Sohn? Was wissen Sie über die Vision? Fragen wir erstmal nach dem Sohn. Entgegenkommen, ne? Das schafft Sympathie.
Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Hm. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouth an. Da bin ich mir sicher. Okay, also ist klar, er nimmt seinen Sohn in den Schutz. So, was wissen die über die Vision? Naja, fragen wir mal nach dem... Nee, oder? Ja, doch, machen wir mal. Man sagte mir, ich könne mit ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst, aber niemand in dieser von Innsmouth an verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich denke mal, wir sollten seinen Sohn finden und dann können wir mit ihm über Gott und die Welt sprechen. Wer sind diese Innsmouther? Sie scheinen auf Innsmouther nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt böse an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Ah, ganz schön hart, ne, so über Migranten zu reden. Mann, Mann, Mann. Sie sehen außergewöhnlich aus. Ja, das müsste ich, also nachdem er hier so abgelästert hat über Fremde, das müssen wir ihn auf jeden Fall fragen. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut und wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie, der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben sie nichts zu verlieren. Und sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die sie kriegen können. Da haben sie nicht ganz unrecht, Neuankömmling. Vera. Ist auch nicht gerade höflich, den immer Neuankömmling zu nennen, anstatt mal zu fragen, wie er heißt. Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend, sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Ja, ist schon krass, ne? Dafür, dass er mit uns nicht so viel reden will, quatscht er jetzt aber ganz schön viel. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane, haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur.
Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Kauhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Oh. Ist aber peinlich. Wo ist das und wir stehen davor? Wahrscheinlich ist sogar noch beschriftet. Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton. Es regnet aber voll. Ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Ey, Boss, ich tue dir gerade einen Gefallen hier. Das gibt's ja gar nicht. Ne? Gehen wir mal rein. Lass mich mal gucken, ist das Haus der Fischer denn wirklich, steht das dran irgendwie? Das wäre natürlich super peinlich. Ne, steht Gott sei Dank nicht dran. Habe ich ja noch eine kleine Ausrede, dass ich frage, wo es ist. So, drücke auch mal ein Ein- und Ausschalten der Taschenlampe. So, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen, ob wir irgendwas Verdächtiges finden. Natürlich wieder eine wunderschöne Badewanne. Ein gammeliger Fisch, Igitt. Was ich ein bisschen seltsam finde, was ist das denn hier? So ein tentakelartiges Gewächs? Ah, merkwürdig. So, hier geht's nach oben. Gehen wir mal, schauen wir mal. Unten war ja nichts weiter. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Aber was mich wundert, dass er dann hier die Handabdrücke irgendwie nicht überprüft. Oh, wer ist das denn? Hallo? Hey, können Sie mich hören? Oh, oh mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Der Typ ist ja auch total durch den Wind. Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief. Oh. Kommt mir bekannt vor. Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Louis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Louis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Ey, das ist ja sehr verzwickt, aber jetzt wirkt er doch ziemlich normal. Also ich fand seine Gestiken am Anfang so komisch, ne? Und dass er dann gesagt hat, er hat einen Gedächtnisverlust. Okay, was ist Paul zugestoßen? Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein. Als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Kauhill, hab ihn selig. Wer ist denn dieser Kauhill? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Kauhill ist der Herr, das Licht,
Die Liebe! Tut mir leid, das wusste ich nicht. Dass die da so ein bisschen fremdenfeindlich sind in der Stadt, das glaube ich aber auch, wenn die immer nur zu jedem Neuankömmling sagen, anstatt mal zu fragen, wie er heißt. Ja, ein bisschen merkwürdig. Naja. Belassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Cowell. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Oha, der hatte wirklich, tut mir leid, aber auch so leicht an einer Schüssel. Auf jeden Fall hat er ein Problem. So, hier ist nochmal eine Truhe. Alkohol gefunden. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. Ja, das mache ich jetzt 10 Minuten lang. Tut, tut. Naja, irgendwann wird es ja dann auch langweilig. Auf jeden Fall ein Bett. Eine Schüssel. Das Bett ist auf jeden Fall unbenutzt. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ah, den hat's ganz schön hingerichtet. Oh. Er hat schon wieder diese Art Vision, ne? Boah. Ich glaube, dem Typen ist es egal, ob er schläft, ob er wach ist. Der sieht immer so komische Dinge. So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Ein Wunder, dass das nicht einsteckt. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. Nee, das stimmt. So, drücke zum Aktivieren. Nach unten. Achso, inneres Auge. Genau. Das ist die Fallmappe, genau. Gonna, Nechri, Gonna, Gebheil, Nugrujim, Nahavjim. Nach 10 Bier höre ich mich auch so an. Krass, was ist das für eine Sprache? So, Retrokognition, drücke. Ah, okay. Bedeutet so viel wie zurücksehen und ermöglicht es dir, Ereignisse zu sehen und zu verstehen, wie sich die Vergangenheit abgespielt hat. Wenn du genügend Hinweise an einem Schauplatz gefunden hast, ereilt sich eine Vision, in die du eintauchen kannst, um alle wichtigen Szenen des Ereignisses zu finden. A, bestimme die chronologische Reihenfolge der Szene, um neue Hinweise zu erlangen. Okay. So, dann gucken wir mal. Also, nach unten kann ich es ausmachen, kann ich es wieder anmachen. So, ich hätte ja geguckt, hier war nichts. Oha. Das brauchen wir sozusagen in die Vergangenheit ein. Nimm das Affengesicht. So, nimm das Affengesicht, okay. Was geschieht mit mir? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Ja, lauf nur weg! Okay, dann wollen wir mal sehen. Okay, wir können hier... Ja, lauf nur weg! Ah, alles klar, wir können die einzelnen Punkte markieren. Nimm das, Affengesicht! Was geschieht mit mir?
Okay, ich glaube, die Reihenfolge war falsch. Würde eher sagen, es fängt hier an. Dann das und dann das. Affengesicht. Das ist die 3, oder? Lauf nur weg! Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Ah, alles klar. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. So, Gedankenspiele. Bei den Ermittlungen für den Hauptfall erhältst du Hinweise für Gedankenspiele nutzen. Okay, das ist schon mal gut. Dann wollen wir das mal ausführen. Albert griff die Fischer an. Albert Throckmorton griff die Fischer in ihrem Haus an, als er das Bewusstsein wieder erlangte. So. Das passte irgendwie nicht. Albert kehrt von Sinn zurück. Plötzlich Anfall von Wahnsinn. Kombiniere Hinweise und Schlussfolgerungen. So, er griff die an, das ist klar. Louis schoss ohne Vorwarnung. Von Albert ging eine Gefahr aus. Albert Throckmorton stellte für Louis Flynn und die anderen Fischer eine Gefahr dar. Genau, das würde ich auch sagen. Albert ergriff verwundet die Flucht. Plötzlich Albert ergriff verwundet die Flucht. So, Louis schoss ohne Vorwarnung. Nee, das passt vom Hinweis her nicht. Ne, das hat auch noch nicht ganz gepasst. Ist natürlich gar nicht so einfach, die Hinweise so zuzuordnen, meine ich. Albert ergriff verwundet die Flucht. Louis schoss ohne Vorwarnung. Einer der Fischer wird vermisst. Das macht, glaube ich, Sinn, ne? Genau. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert Throckmorton davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit einem übersinnlichen Kräften sollte ich sie auch spüren können. Yo. Plötzlicher Anfall von Wahnsinn. Albert ergriff verwundet die Flucht. Irgendwie finde ich das so ein bisschen komisch hier. Warte mal. Über den mal. Konflikt Throckmortons in Mounter. Es besteht ein Konflikt zwischen der Familie Throckmorton und den Innsmountern. Ne, das passt. Passt nicht zusammen. Aber warte mal, ich kann Albert aufspüren. Drücke für weitere Informationen. Zeichen folgen. Mit Hilfe deines inneren Auges kannst du Zeichen sehen, die dir den Weg weisen. Folge den Zeichen, um neue Hinweise zu entdecken. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Natürlich auch eine krasse Fähigkeit, ne, wenn man so überlegt. Okay, mit ihm reden wäre jetzt, glaube ich, kontraproduktiv. Wir verfolgen erstmal die Spur. Alter, voll laufen ja wie Forrest Gump hier. So. Hier muss irgendwas passiert sein. Genau, hier ist auch noch eine Spur. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Neuer Hinweis für Gedankenspiele, okay.
Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Okay, dann würde ich sagen, dann müssen wir ja hier hochklettern. Na, kletterst du denn da nicht hoch? So, jetzt haben wir es. Ah, hier geht's weiter. Lager, okay. Da steckt etwas in der Tasche. Louis, bitte gib mir noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen, aber wo sie bei allen anderen auch läuft, es ist im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen. Also es war wirklich so, dass sie sich um die Kohle gestritten haben. Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter in den Keller. Weil es so schön ist. Schlösser. Schlösser und dünne Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Naja, das ist doch super. Machen wir das doch mal. Achso, ich muss erstmal Fähigkeiten. Kann es sein, dass ich meine Waffe erstmal ausrüsten muss? So. Armeepistole Bolt 11 ist leicht in der Handhabung und kann problemlos verdeckt werden. Munitionskaliber 38. Achso, da fehlt noch Alkohol, um was zu fertigen. Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir... Ah, hier können wir... Alles klar. Ah, mir fehlt noch Munition. Shit. Wir können uns ja mal ein bisschen umsehen hier. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Schränke oder so. Hatte ich nicht so eine Art Taschenlampe vorhin? Zwei Federn, okay. Jetzt müssten wir eigentlich was herstellen können. Inventar. Nee, Alkohol fehlte ja. Das waren ja gar nicht die Federn, die gefehlt haben. Okay, dann gucken wir jetzt hier mal rein. Ja, das sind die Viecher aus meiner Vision. So, aufpassen. Ah, hier hängt einer. Ach du Scheiße. Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Es ist doch sein Sohn, oder? Ich meine, der sieht doch so ähnlich aus. Ein Einschussloch in der Stirn. Okay, der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Mehr sagt er dazu nicht. Okay. Alter, diese ganzen Stimmen, die der Typ hier hört, ey, das ist ja... ist ja grausam. Okay, er sagt Gedankenspiele. Dann wollen wir die mal aufrufen, ne? Gehen wir mal in die Gedankenspiele. So, Albert wurde ermordet. Ja.
Das hat nicht ganz gepasst. Also ich hab's noch nicht so ganz raus, wie das kombiniert wird, aber... Louis schoss ohne Vorwarnung. Plötzlicher Anfall von Wahnsinn. Machen wir mal so. Plötzlicher Anfall von Wahnsinn. Albert wurde ermordet. Albert löste Anfälle von Wahnsinn aus. Albert Throckmorton steckte jenen in seiner Nähe in seinem Wahnsinn an. Louis schoss ohne Vorwarnung und dann Louis verfolgte ihn, oder? Ich war der Meinung, das hätte gepasst. Dann machen wir es mal andersrum. So. Ach, das ist sogar schon kombiniert. Er ist auch noch nicht richtig. Gucken wir nochmal. Also, ein Barbesitzer hatte Schulden. Ne, es passt noch nicht so ganz. Also, guck mal nochmal. Also, Albert wurde ermordet. Also, es gab einen Konflikt mit den Throckmortons. Ein Barbesitzer hatte bei Louis Schulden. Ne, es passt irgendwie auch nicht so richtig. Man könnte sagen, ein Barbesitzer hatte bei Louis Schulden. So, das müsste eigentlich auch noch zusammenhängen mit dem, ne? Ja, Louis könnte sich in der Bar verstecken. Louis, der Insmorder, der Albert Throckmorton auf den Gewissen hat, versteckt sich möglicherweise in der Bar am Hafen Oakmont. Das würde ich auch so sehen. Ja. Louis verfolgte Albert. Louis schoss ohne Vorwarnung. Und Albert wurde ermordet. So, Ressentiments gegen die Throckmortons, Louis und die anderen Insporter. Oakmont leiden unter Throckmortons, weswegen Louis die Familie womöglich hasst. Jo, jetzt haben wir noch. Louis verfolgte Albert. So, Louis verfolgte Albert. Albert ergriff wundet die Flucht. Ja, würde ich auch so sehen. Albert wurde ermordet. So, Louis könnte sich in der Bar verstecken. Dann gucken wir mal, wo wir die Bar finden. Ich glaube, wir machen den Modi hier mal aus. Okay, er hat auch so mal seine Vision, aber... Jetzt geht's da wieder runter. Achso, dann ging's da hoch, ne? Lässt mich hier raus, lalalalala. Nee, da bin ich nicht reingekommen. Hier bin ich reingekommen. Warte mal, hier ist noch... Alkohol, Metallteile. Okay, jetzt müssten wir genug Alkohol haben. Inventar. Erste-Hilfe-Set. Fertigen wir mal. Sehr gut. Wir haben ein Erste-Hilfe-Set. Bis jetzt sieht ja die Gesundheit noch ganz gut aus. Dann gehen wir mal auf die Karte. Gucken mal. Wir sind jetzt im Lager und gucken mal, wo die Bar ist. Haus der Fischer. Schiff Charon. Das ist der Hafen.
Tja, wo ist die Bar? Das ist die Frage. Das sind die Chronicle. Polizeiwache, das ist das, die er mir vorher markiert hatte. Was war das hier nochmal? Hafen. Ich würde sagen, wir markieren uns mal das Ziel Hafen A. Markierung. Markierung setzen, sehr gut. Genau. Ich glaube, da kommen wir nicht lang. Wir müssen wahrscheinlich hier lang laufen. Da müssen wir mal gucken. Irgendwo muss ja die Gaststätte hier sein. Deswegen hatte ich auch den Hafen markiert. Als ich das schon mal angespielt habe, habe ich die Gaststätte auch gleich gefunden. Ich glaube, da ist ja sogar die Bar. Warum er mir die in der Karte gar nicht jetzt angezeigt hat, hat mich gewundert. Eigentlich hätte ich den Hinweis aufgedeckt. So, der Typ, der da steht, der interessiert uns erstmal gar nicht. Der auch nicht. Wir gehen erstmal rein. Ich würde sagen, wir reden als erstmal mit dem Barbesitzer. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Zufällig weiß ich, dass Sie bei Mr. Flynn Schulden haben. Ich habe Ihre Nachricht an ihn unweit von Albert Throckmortons Leiche gefunden. Dem Sohn von Robert Throckmorton. Louis steckt also offensichtlich in Schwierigkeiten und es ist gut möglich, dass er sich hier versteckt. Wenn Sie ihn verpfeifen, kann er nicht mehr seine Schulden eintreiben, verstehen Sie? Throck, das erklärt das ganze Blut. Also gut, wenn ich damit mein Problem los werde, rede ich. Und? Er ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Sie müssen mir versprechen, dass ich ihn ein für alle Mal los bin. Aber hier drin wird nicht geschossen, ja? Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben sie ihr Soll erfüllt. Sehr geil. Ja, er hat auf jeden Fall einen cleveren Schachzug gemacht, ne? Hat ihn so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich glaube, ich habe beängstigte Kreaturen gesehen. Das brauchen wir jetzt nicht besprechen. Wiedersehen. Na, ich glaube, der war jetzt nicht begeistert, dass ich da bin, aber... Okay, dann schauen wir mal, ob wir den guten Mann hier oben antreffen. Na ja, mal gut, es gibt auch nur ein Zimmer, was abschließbar ist. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Throck, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Aha, er hat nichts zu verbergen. Naja, und wir haben natürlich, also wir sind ja hier der Held im Erdbeerfeld und haben gleich mit der Pistole gedroht, weil wir schnell ziehen ja schnell wie John Wayne. Okay, was ist passiert? Sie haben Albert ermordet. Warum? Versuchen wir es mal so. Vielleicht rechtfertigt er sich ja. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Aha. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war, aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer, obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe, er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Boah, harte Sorry.
Was? Warum sehen Sie Ihr Gesicht? Es ist... Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Ja, schon krass, dass er immer die Leute auf sein, auf ihr Aussehen ansprechen muss, aber okay. Es sieht ja wirklich sehr ungewöhnlich aus. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Muss er ja natürlich nochmal erwähnen. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Also so richtig fair gehen die ja beide nicht mit um, ne? Also der eine beleidigt den anderen, der andere den anderen. Also, war bescheuert. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Oh, bitte keinen moralischen. Ey. Egal, wie ich mich jetzt entscheide, ich werde es hinterher bereuen. Ich werde ihn im Mund halten. Er hat einen umgebracht. Ich werde darüber nachdenken. Ich denke drüber nach. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Ach, für ein paar Patronen? Das ist ja, da vergesse ich ja einiges. Okay, komm. Ich bin mit leeren Taschen gekommen. Geben Sie mir etwas, womit ich sie füllen kann, und ich werde schweigen wie ein Grab. Ich wusste, wir werden uns einig. Hier, bitte, Mr. Reed. Oh Gott, ey. Und ich muss den... Alle Hinweise gefunden. Und ich muss den Typen jetzt erklären, dass ich sozusagen ja nichts rausgefunden habe. Das ist ja heftig. Okay, Gedankenspiele machen wir nochmal. Louis Handel war vom Wahn beeinflusst. So, Louis war mit, war sich seiner Tat bewusst. Louis wusste, dass er tat, als mit Albert Throckmorton aneinander geriet. Louis wollte Albert womöglich töten. Louis ermordete Albert willentlich. Ob Louis nun unter den Einfluss irgendeines Wahnsinns stand oder nicht, er ermordete Albert Throckmorton und hatte obendrein ein Mordmotiv, das sich in Innsmouther und die Throckmortons nicht ausstehen können. Ich muss Robert Throckmorton die Wahrheit sagen, damit der Mörder bestraft wird. Ja.
Louis wurde vom Wahn gelenkt. Louis tötete Albert Throckmorton, als er unter dem Einfluss des Wahnsinns stand. Er war nicht Herr seiner selbst und kann deswegen nicht über Alberts Tod verantwortlich sein. Ist ja interessant. Also ich habe zwei Lösungswege hier auch wieder, ne? So. So kann ich es halt umschalten. Ja. Okay, er hat gespeichert, Freunde. War bis jetzt geil, hat echt Spaß gemacht. Natürlich geht es hier wieder an die Moral. Sage ich's, petz ich's, mache ich's nicht. Was passiert mit mir, wenn ich nicht rausfinde, was mit seinem Sohn passiert ist? Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal einen Daumen nach oben da, Like, Kommentare, abonnieren, whatever, was ihr auch mögt, wie auch immer. Ich finde das Game richtig geil und werde es auf jeden Fall weiterzocken oder wir werden es auch bis zum Ende durchzocken. Daher denke ich mal, sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.